Ja, danke schön für die Einladung und überhaupt die Organisation eines solchen Tages finde ich ganz wichtig, also auch die Verbindung zwischen Filmbildung, digitaler Bildung und diese doch momentan auch sehr brennenden Fragen. Danke auch für die Vorstellung. Ja, ich werde mich mit der Frage beschäftigen und eine Antwort suchen danach, wie diese Bildungsstrategien geeignet sind, auch das Visuelle und die visuelle Bildung zu fördern. Ich werde dazu einerseits auf die Frage eingehen, was Digitalisierung überhaupt ausmacht, was Digitalisierung für Bildkulturen und Bewegtbildkulturen bedeutet, aber eben auch, wie die Digitalisierung Transformationen im Bildungsbereich hervorgerufen hat, was das Spezifische des Digitalen ausmacht, um dann im Anschluss auf die Kompetenzkataloge, die es in den Bildungszusammenhängen gibt, die jetzt in den letzten Jahren oder im letzten Jahr entwickelt wurden, um da auch nochmal zu schauen, auch wenn Filmbildung da nicht explizit genannt wird, ist so mein Ansatz, was ich versuchen werde, jetzt in den nächsten 30 Minuten nochmal nahezulegen, wo Möglichkeiten sind, für Filmbildung anzudocken an diesen Kompetenzkatalogen. Ja, was macht die Digitalisierung aus? Wie verändert, welche Veränderungen bringt Digitalisierung auch, was den Film angeht, mit sich? Einerseits haben wir ja eben schon angesprochen, auch Filmvermittlung und Filmbildung orientieren sich stark am Berger-Laschen Konzept der Cinephilie, die ja im deutschsprachigen Raum auch wieder nochmal einen anderen Stellenwert hat und auch in den, wie ich es zumindest einschätze, in den Digitalisierungsstrategien erstmal nicht repräsentiert wird. Wir haben die medienpädagogische Handlungsorientierung, was Film angeht, also Film selbst gestalten, Film als Form der Selbstwirksamkeit einzusetzen. In der Schule haben wir außerdem die Praktik, wo wir alle von versuchen abzukommen, aber was noch sehr stark verankert ist, der Film als Pausenfüller, also das, wenn die Ränder des Unterrichts erreicht sind, der Lehrplanerfüllung, dass dann nochmal ein Film eingestreut wird und dann nochmal so als extra Bonbon, das nicht stärker pädagogisch eingebunden ist, mehr oder weniger stärker eingebunden ist. Was stattfindet durch die Digitalisierung ist, was unter dem Schlagwort Medienkonvergenz immer verhandelt wird, die Subsumierung von Medienfunktionen in das Digitale. Rainer Leschke hat die Verwandlung oder die Transformation in ein transversales Mediensystem genannt, was bedeutet, dass wir nicht mehr zwischen Einzelmedien unterscheiden, diese Mediengrenzen mehr oder weniger erodiert sind und wir es eher mit einem transversalen Mediensystem zu tun haben und eben daher diese Unterscheidung zwischen Film, Fernsehen, Radio und so weiter sich aufgelöst hat. Das schlägt sich vor allen Dingen auch in der Produktion, in der Medienproduktion nieder. Es wird nicht mehr nur für ein Medium produziert, sondern es wird gleich die Mehrfachverwertung in unterschiedlichen Medienformaten, unterschiedlichen Medien mitgedacht, also Online-Präsentation und so weiter. Für die traditionellen Medien ist diese Subsumierung unter das Digitale insofern problematisch, als dadurch auch suggeriert wird, als würden traditionelle Medien nun komplett aufgehen im Digitalen. Und das ist ja eigentlich nicht der Fall, also die traditionellen Medien oder die analogen Medien existieren ja weiterhin fort neben dem Digitalen und haben auch ihre Berechtigung und ihre eigenen sowohl Ästhetiken als auch eigenen Formen.
Die, was eben auch eine der Thesen von Rainer Leschke ist, ist, dass dieses transversale Mediensystem, das nicht mehr durch Einzelmedien charakterisiert ist, nun sich unterscheidet, also die Unterscheidungen stattfinden über mediale Formen. Und eine dieser medialen Formen wäre eben das Bewegtbild. Deshalb wäre meine Anregung im weiteren Fortgang weniger vom Kinofilm, sondern die Diskussion nochmal zu öffnen und vom Bewegtbild zu sprechen, also von Bewegtbildkulturen auch, die dann nochmal weiterfassen, auch Simulationen, digitale Bilder und so weiter, also Bewegtbilder im ganz Allgemeinen. Vom Dispositiv Kino losgelöst. Mit der Veränderung der medialen Formen können wir auch beobachten, dass diese medialen Formen, das hat mein Kollege Theo Huck festgestellt, dass mediale Formen eigentlich schon immer auch als pädagogische Formen Einzug in Unterricht gehalten haben. Also sei es als Gestaltung eines Plakates, sei es als Präsentation, als Quiz und so weiter. Also diese medialen Formen haben eigentlich schon auch einen gewissen Stellenwert im Unterricht selbst, in der pädagogischen Herangehensweise. Sie werden nur als solche nicht thematisiert. Und das ist auch einer der Punkte, auf die es mir ankommt, die Sichtbarmachung der Formen, also die Sichtbarmachung der medialen Strukturen und der Herangehensweisen, die zwar im Unterricht stattfinden und durch den Einzug von Bildungsmedien noch einmal mehr, und dass diese aber auch thematisiert werden sollten und nicht als Blackbox genutzt werden sollten. Ein Beispiel wäre das Remix, das meiner Meinung nach auch ganz paradigmatisch für digitale Medienkultur ist, also die Zusammenfügung verschiedener Elementen, die aus unterschiedlichen Ursprüngen kommen. Und das wäre zum Beispiel eine Form, anhand der sich viel zu digitaler Medienkultur auch herausarbeiten ließe. Die Rolle des Zuschauers hat sich ebenfalls durch die Digitalisierung verändert. Wir haben es mit dem sogenannten Producer zu tun, also vom Film erleben und der von außen vielleicht mehr oder weniger sichtbaren Verarbeitung zu aktiven Mediennutzenden, die selbst Inhalte einspielen, einspeisen, dadurch zu Geschehnissen oder zu Fragestellungen sich in Verhältnis setzen, was eine Art der Aneignung darstellt. Also da lassen sich auch viele Ansätze der Cultural Studies, in denen es um Aneignungsstrategien und um den Umgang mit Populärkulturen geht, anwenden. Also das, denke ich mal, ist in dem Zusammenhang auch eine ganz fruchtbare Art und Weise, wie man dieser Haltung der Producer begegnen kann. Das Bewegtbild hat außerdem noch, erzähle ich Ihnen auch nichts Neues, hat natürlich im Bildungskontext auch nochmal den Vorteil, dass das Bild es ermöglicht, Dinge sichtbar zu machen und Dinge auch zu ordnen, also zu strukturieren, was wiederum Lernen vereinfacht. Deshalb werden auch so viele Bildungsmedien gehen so stark über das Visuelle. Außerdem können sie Abstraktes und Abwesendes sichtbar und anwesend machen. Ihnen wird eine große Glaubwürdigkeit außerdem zugeschrieben. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Es hat immer auch etwas, das Bild hat immer auch etwas Abwesendes, das Bild und das Bewegtbild. Und darum geht es mir im Bildungskontext, dass dieses Abwesende thematisiert wird. Also die zugrunde liegenden Strukturen, das Funktionieren, die Blackbox sozusagen, die Blackbox-Technologie, dass die aufgebrochen wird, geöffnet wird.
Als Wissenschaftlerin möchte ich natürlich auch so ein bisschen Theorie noch einstreuen, ein bisschen auf zwei Theoretiker zumindest aufmerksam machen und auf deren einflussreiche Theoriebildung, die eigentlich unserer wissenschaftlichen Annäherung an das Thema Medien zugrunde liegt. Das ist zum einen Friedrich Kittler, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, wie stark doch die Rolle von technologischen Konfigurationen und von Technologien ist, also dass wir gar nicht unbedingt, also der den Werkzeugcharakter der Technologien eigentlich in Frage stellt und feststellt, dass die Technologien an unserem Handeln und an unseren Aktionen sehr viel mehr Anteil haben, als uns bewusst ist. Also hat insofern auch wieder mit diesem Gedanken der Blackbox zu tun oder wie Hartmut Winkler es formuliert in seinen Mediendefinitionen, Medien neigen dazu, unsichtbar zu sein. Also wir denken im Mediengebrauch nicht darüber nach, was da nun eigentlich geschieht. Und es sollte eben in Bildungskontexten auch um diese Sichtbarmachung gehen. Ist ja in der Filmbildung auch so, wo man Montage hinterfragt, Einstellungsperspektiven und so weiter. Der zweite Theoretiker, diese Aussage, Medien bestimmen unsere Lage, die trotzdem oder deshalb eine Beschreibung verdient, ist eben ganz symptomatisch für die Fragen, mit denen sich Medienbildung beschäftigt. Der andere Theoretiker, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser hat darauf hingewiesen, dass diese nicht referenziellen Bilder, die eben nicht unbedingt diesen Abbildcharakter innehaben, dass diese verweisen auf zugrunde liegende Theorien oder zugrunde liegende Modelle, dass sie etwas vorstellbar machen, was eigentlich abstrakt ist. Und insofern auch dadurch, dass sie bestimmte Dinge fördern, andere links liegen lassen, dadurch haben sie natürlich auch eine Art des Imperativs, der bewusst gemacht werden sollte. Andreas Weich hat beispielsweise gerade ein Buch verfasst, in dem er sich auseinandersetzt mit den Profilbildungen, dem Dispositiv des Profils in Social Media und eben deutlich macht, wie sehr bestimmte Verhaltensweisen dadurch gefördert werden und einen Vorrang bekommen, während andere Verhaltensweisen eher vernachlässigt werden. Also wie sehr dies doch auch unsere Herangehensweisen verändert. Oh, das ist jetzt da runtergesprungen, das sollte da jetzt nicht sein, aber egal. Wieso ist das da jetzt? Die Transformation im Bildungsbereich beinhalten viele neue Themen, die auf einmal aufpoppen. Und wir haben es, und ich denke, das macht auch ein Problem aus, mit dem auch Filmbildung zu tun hat, dass es viele verschiedene Gebiete gibt, die momentan in die Schule hinein reklamiert werden. Also dass es irgendwie das Bewegungsdefizit gibt, wo man sagt, ja, Sport müsste stärker in der Schule thematisiert werden, die Ernährungsthematik. Also es gibt sehr viele konkurrierende Themen, die auf die Schule einströmen. Nun hat die Digitalisierung durch das ökonomische Primat und die Vorstellung, dass das Digitale auch als Standortfaktor wichtig ist, gerade auch einen sehr großen Aufschwung. Und insofern ist das der Bereich, der momentan eher gefördert wird, als im Schulunterricht stärker einen Fokus auf beispielsweise Resilienz zu legen. Insgesamt kann man in der aktuellen Situation feststellen, dass die digitale Bildung einen sehr
großen Stellenwert hat, also was auch immer man jetzt unter digitaler Bildung versteht, gehe ich gleich nochmal näher ein. Medienbildung, was, wie du eben ja auch angesprochen hattest, in der Erklärung von 2012 so stark gemacht wurde, Medienbildung in der Schule ist zwar noch vorhanden, aber schon wieder eigentlich in einem kleineren Bereich und Filmbildung hat dabei nochmal einen noch kleineren Bereich inne. Wenn wir Leute auf der Straße zum Beispiel fragen, was das Digitale ausmacht oder was unsere digitale Kultur kennzeichnet, so werden Hardware genannt, es wird auf Software eingegangen, es wird wahrscheinlich Vernetzung genannt werden, es werden die ganzen Konzerne genannt, mit denen wir uns mit denen wir konfrontiert sind. Es wird um Programmiersprachen gehen, um Datenbanken, um Cloud Computing, Roboter, künstliche Intelligenz und so weiter. Und es wird dabei kaum im Bewusstsein sein, wie stark doch eigentlich auch Bilder und Bildkulturen dabei eine Rolle spielen. Das ist so die Gefahr, die zurzeit besteht und weshalb das eben auch wichtig ist, dass wir uns darüber unterhalten, dass dieser Technologiebegriff nämlich dabei ist, den Medienbegriff abzulösen und dass die Vorstellung des Mediums immer mehr in den Hintergrund drückt und die Technologie und damit sowas wie Coding, Programmieren und so weiter sehr stark in den Vordergrund drängt, wobei dieses Coding eben für Nutzer sichtbar wird durch das Bild, also was wir an Grafiken haben, an Bildern und das ist ja eigentlich eines der Hauptkommunikate, das Bild zurzeit, diese Daten werden in Bilder umgesetzt und insofern ist es auch wichtig, dass wir uns mit den Bildern auseinandersetzen und diese Bilder verstehen und lesen können. Ja, jetzt komme ich auf das vorhin schon genannte Dachstuhl-Dreieck, das sich in der Bildungspolitik als recht erfolgreich erwiesen hat. Das ist jetzt die Darstellung, wie sie sowohl den deutschen Überlegungen zur Bildungspolitik als auch denen in Österreich zugrunde liegt. Dieses Dachstuhl-Dreieck wurde in Dachstuhl, das ist so ein Ort, an dem Informatikkonferenzen gerne abgehalten werden, wurde 2016 zusammen mit Medienpädagogen erstellt und beinhaltet diese drei Seiten Technik, Gesellschaft und Nutzung, Anwendung. Unter den jeweiligen Fragestellungen, wie funktioniert das, wie wirkt das, wie nutze ich das? Filmbildung oder auch viele der medienpädagogischen und Medienbildungsinhalte sind also eigentlich hauptsächlich auf der rechten Seite unter diesem, wie wirkt das unter gesellschaftlich-kultureller Perspektive eingeschoben und das Bestreben der drei involvierten Fachkulturen ist, das in ein ausgewogeneres Verhältnis zu bringen. Ich habe hier mal eine Arbeitsversion mitgebracht, wie das eben nochmal weiter aufgedröselt aussehen könnte, um einen größeren Stellenwert zu ermöglichen, um die verschiedenen Aspekte eben auch mit aufzählen zu können. Man sieht, Moment, wo war jetzt hier der? Es gibt doch diesen Pointer, ja. Hier oben haben wir zum Beispiel Ästhetik, ästhetische Normen. Man sieht auch, dass die Benennung hier einfach auch eine andere ist. Also das ist, bitte das nicht weiter verbreiten, weil jetzt so viele Fotos gemacht werden. Das ist eine Arbeitsversion und eigentlich soll die auch nicht kommuniziert werden. Aber ich finde es einfach, ne, da geht der Weg hoffentlich hin. Und wir sind in Diskussion mit der Informatikdidaktik, die eben mit diesem Modell, das haben wir im letzten Jahr ausgearbeitet, oder nee, Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres, und es ist leider nicht zu einer
Finalisierung und einer weiteren Verbreitung gekommen, sondern wir müssen uns jetzt nochmal im Dezember treffen, um das weiter auszuklügeln, wie das weitergehen kann. Es wird als zu komplex wahrgenommen. Es hat ja auch das Gelächter schon gezeigt. Also damit können wir bei der Bildungspolitik nicht punkten. Auch die Informatikdidaktik fühlt sich da jetzt nicht mehr so repräsentiert, weil der Technikanteil zu gering sei. Und ja, also die Diskussion wird spannend bleiben. Ja, da sind wir aber dran. Gut, dann gehen wir Übergang zur Bildungspolitik. Der Begriff der digitalen Bildung war in Deutschland und Österreich erst sehr stark favorisiert. Dann hat man im Deutschen in der KMK-Erklärung sich dann doch dazu durchgerungen, statt dieses ja eigentlich absurden Begriffes digitale Bildung, weil Bildung sich ja nicht abstrahieren oder in Code umsetzen lässt oder so. Also diese Wortzusammensetzung ist ja eigentlich etwas absurd, deshalb hat man sich zu der Überschrift Bildung in der digitalen Welt durchgerungen. Man könnte natürlich auch sagen, eigentlich müsste es heißen Bildung in einer medialisierten und von Digitalisierung geprägten, aber gut, das fängt dann wieder an zu kompliziert zu werden. Und es hat sich aber letzten Endes als Kurzformel immer noch dieses digitale Bildung durchgesetzt. Das ist, glaube ich, auch der Begriff, der am häufigsten verwandt wird. Ich möchte noch mal kurz aus dem Final Report zu Media Education in Europa von 2014 eingehen, wo Problemkonstellationen aufgezählt werden, weshalb Medienbildung einen schweren Stand oder es schwer hat, sich in Bildungskontexten zu etablieren. Da haben wir einmal, dass sowohl Bildungsinstitutionen als auch Lehrerinnenverbände und Bildungspolitiker sich schwer tun mit dem Thema Medienbildung, dass bildungspolitische Vorgaben oft daran scheitern, dass es an qualifizierten Lehrkräften, die das dann auch umsetzen können, dass das eines der Probleme ist oder auch, dass es Vorbehalte gibt gegenüber Veränderungen, dass man eben den auch festhält an den traditionellen Schulfächern und diese nicht verdrängt sehen möchte durch Modefächer, die irgendwie vielleicht nur zeitweilig von Interesse sein könnten und wo man dann immer wieder alles verändern muss. Veränderungen, die von den Lehrkräften selbst kommen, also wo engagierte Lehrkräfte sind, die sagen, wir möchten ein medienbezogenes oder filmbezogenen Schwerpunkt legen, bleiben dann oft auf einer Projektebene, auch begründet dadurch, dass es keinen finanziellen Hintergrund hat, also keine finanzielle Abdeckung, dass man eine gewisse Kontinuität gewährleisten könnte. Ein anderes Problem, das wir gerade im deutschsprachigen Bereich auch haben, langsam auch in den Hintergrund tritt, aber wo ich immer wieder auch Diskussionen mit Lehrkräften habe, ist eben die Tradition der Frankfurter Schule, die Kritik an Medien allgemein als Kulturindustrie, als Manipulationsmaschinerie, dass da ein sehr großer Vorbehalt und so ein Verdacht gegenüber Medien ist und dass eben, wenn Medienbildung in Form von digitaler Bildung Einzug in die Schule hält, dann diese Instrumentalisierung noch stärker werden könnte. Ein weiteres Problem ist das Verhältnis zwischen Informatik und Medienbildung, dass das noch nicht ganz klar ist oder dass da immer wieder so der Eindruck erscheint, dass die Informatik da sehr, dass es darum gehen könnte, dass Programmieren und Coding unterrichtet wird. Da sind wir, wie gesagt, mit dem Dachstuhldreieck dran an dieser Thematik. Und dass es auch unterschiedliche Tempi sind, in denen sich Mediendynamiken entwickeln und in denen sich Bildungsprozesse verändern lassen, Lehrpläne, Bildungs,
Institutionen und so. Das ist einer der schwerfälligsten Bereiche, wie wir alle wissen. Ja, die meine Kommentare zur Bildungspolitik fußen, wie eben auch schon mal gesagt, auf der Arbeit mit Keine Bildung ohne Medien. Es gibt das österreichische Pendant dazu, also auch eine bildungspolitische Initiative, die nennt sich Medienbildung jetzt. Und in Österreich bin ich, wie eben auch schon genannt, involviert in diese Curriculumsentwicklung. Wichtig ist dabei, und das war so mein erstes Aha-Erlebnis auch, mit Verständnissen zu arbeiten, Begrifflichkeiten nochmal klar zu machen, weil da häufig das Digitale eben in der vorhin schon skizzierten Kurzfassung wahrgenommen wird und diese mediale Ebene oftmals eher ausgeblendet ist. Insofern ist es dann auch eher selten, dass man mit Bildungspolitikern oder in den Institutionen und in den für diese Verordnung und so weiter zuständigen, dann tatsächlich auf Menschen trifft, auch die einen gewissen Hintergrund dafür haben. Da ist zum Beispiel Saskia Sassen eine Ausnahme, die hat wiederum ein Informatikstudium absolviert und hat dann auch nochmal ihre Perspektive. Man ist konfrontiert mit Vorurteilen, auch mit Interessensvertretungen und die öffentliche Redeweise von Medien rückt in den Hintergrund, wie eben schon genannt. In Deutschland haben wir dieses Strategiepapier Bildung in der digitalen Welt, das 2016 verfasst wurde und das jetzt zum Herbst, dass diese Erklärung von 2012 abgelöst hat und damit eben auch die auch nur einen Empfehlungscharakter hatte, wobei auch dieses Strategiepapier jetzt in den Ländern unterschiedlich umgesetzt wird. Die Umsetzung soll im Herbst jetzt hier in den verschiedenen Bundesländern auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Es heißt, es soll dann der Einstieg zum Unterricht in digitalen Lernumgebungen sein. Schwerpunkte bei der Entwicklung, und das ist sowohl in der Diskussion dieses Papiers als auch mit dem österreichischen Bildungsministerium, ist immer erstmal der Einstieg über die Informatik und dann ergibt es sich so in der längeren Diskussion dann, dass nochmal eine Ausweitung auch auf medienpädagogische und Medienbildungsthemen stattfindet. Und in der Diskussion, das merkt man jetzt auch gerade wieder, wir haben auch das Problem, gerade in Deutschland, dass es mit der technischen Ausstattung, auch wenn wir hier die Raumausstattung nochmal anschauen, dass es da oft hinterherhinkt. Aber dass dieser Fokus auf die Technologien und auf die Software häufig dann wiederum alles andere verdeckt. Wobei ich immer noch glaube, dass man auch durchaus sinnvolle Medienarbeit leisten kann, indem man einfach auf vorhandene Medienerfahrungen zurückgreifen kann. Also wir kennen es ja auch, dass man auch über Fernsehserien diskutieren kann, ohne jetzt gerade diese Fernsehserie zu sehen. Also dass es da auch Möglichkeiten gäbe, inhaltlich schon einzusteigen, parallel dazu, ob nun diese Infrastrukturen tatsächlich schon vorhanden sind oder erst im Entstehen. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass diese Diskussion zu stark dazu führen wird, dass es um Bildung mit Medien geht, Bildung durch Medien und die, was uns ja eigentlich am Herzen liegt, die Bildung über Medien in Vergessenheit gerät oder nicht so stark präsent ist. Das sehe ich auch in den
Beschreibungen der verschiedenen Digitalisierungsstrategien. Innerhalb dieser Kompetenzbereiche, die Formulierung von Kompetenzbereichen ist ja die Währung, in der Inhalte Eingang in Schule finden. Die Formulierungen der Kompetenzbereiche berücksichtigen nicht explizit audiovisuelle Medien, audiovisuelle Zugänge, aber ich denke, dass man dennoch eine solche Platzierung vornehmen kann. Und möchte dazu eben die einzelnen Kompetenzbereiche, also eine Auswahl der Kompetenzbereiche, kurz ansprechen. Zum Beispiel den Kompetenzbereich 1 der KMK-Erklärung, der KMK-Strategie, wo es um Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren geht. Da ist der erste Impuls und der erste Gedanke, ja klar, es geht um Suchmaschinen. Suchmaschinen, und dann schaue ich mir an, ist das eine seriöse Quelle oder ist das keine seriöse Quelle. Die entsprechenden Materialien, die momentan auch überall aus dem Boden sprießen und vielfältig produziert werden, bedienen meistens gerade diesen ersten Impuls, den man so hat, wenn man diese Inhalte sieht. Ich denke aber, dass hier zum Beispiel auch sehr gut kritischer Umgang mit Bewegtbildern mit hineingehört, weil ja meistens bei den Quellen auch, sei es Suche auf YouTube, bekommt man natürlich Videos, dass man da nochmal stärker Filmbildung, Bewegtbildbildung einbinden kann. Weil das sind ja eigentlich gerade die Analyse, die Interpretation, die Bewertung, das sind ja gerade eigentlich die Zugänge. Natürlich denken wir da erstmal im ersten Impuls gar nicht unbedingt dran, aber da wäre das zum Beispiel gut zu verorten. Ein weiterer Punkt, wenn es um Kommunizieren und Kooperieren geht, da denkt man auch eher darum, ja, wie benutze ich ein E-Mail-Programm, wie werden Videokonferenzsysteme und Ähnliches benutzt, aber auch da haben wir auch Bewegtbilder als Kommunikate, was man auch nochmal stärker einbringen kann, gerade in den Social Media. Es werden Tondateien versendet, es werden Videos verschickt. Also das bewegte Bild ist mittlerweile auch ein Kommunikat, ein ganz verbreitetes Kommunikat in Social Media. Und insofern, wenn es um Kommunizieren geht, gehört auch Bewegtbildbildung dort hinein. Weiterer Punkt, Kommunizieren und Kooperieren. Da wäre zum Beispiel auch, wenn es um digitale Werkzeuge geht, gibt es ja im audiovisuellen Bereich auch sehr viele Möglichkeiten, da nochmal Expertise mit einzubringen. Weiterer Punkt ist die Teilhabe. Da haben wir zum Beispiel Medienfolge, Kommunikation oder die ganzen Fan-Diskurse und Fan-Beteiligung, was auch was ist, wo man jungkulturelle Interessen aufgreifen und fortführen kann. Es gibt die Reviews, also es gibt beispielsweise auf Instagram auch viele Anbieter, die sich mit speziellen Besprechungen von Büchern, Filmen und so weiter beschäftigen. Ja, YouTube ist ein wichtiges Thema, wo es eben auch darum geht, dass ein Filmbeitrag durch einen nächsten Filmbeitrag kommentiert wird. Also da gäbe es auch viele Möglichkeiten, mit Bewegtbildern anzudocken. Produzieren und präsentieren ist, denke ich mal, das, was am einfachsten für uns ist, da zu denken, dass man da Filmbildung auch mit einbringen kann. Deshalb will ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen.
Problem lösen und handeln. Da wäre auch wieder die Möglichkeit, audiovisuelle Werkzeuge mit einzubinden, aber auch, ich weiß, es ist bislang noch kein Schwerpunkt der Filmbildung, aber auch nochmal zu schauen, was man mit Datenanalyse auch machen könnte. Also auch um diesen Bereich Digital Humanities nochmal mit einzubinden. Also da passiert momentan sehr viel. Analysieren und reflektieren wäre auch wieder ein Bereich, wo man Bewegtbild klassisch einbinden könnte. Diese Grafiken habe ich dir so einer Gesamtaufstellung der Kompetenzen entnommen, die man unter dieser Kurz-URL auch aufrufen kann. Hier unten die hier. Ich merke schon, ich bin eigentlich mit der Zeit schon sehr weit fortgeschritten und ich wollte eigentlich noch ein bisschen diskutieren. Deshalb gehe ich jetzt die österreichische Variante, da nennt sich das Ganze Schule 4.0. Unschwer zu erkennen, dass es sich an Industrie 4.0 anlehnt. Da gibt es diese verbindliche Übung. Die war ursprünglich, und das ist auch bezeichnend für die Abläufe, die so etwas nimmt. Ursprünglich war dem ein Informatikcurriculum zugrunde gelegt und dann hat man Anfang Dezember mich und einen Wiener Kollegen kontaktiert, ob wir da aus Medienbildungssicht noch was kommentieren und einbinden können. Das müsste dann aber bis Ende Dezember soweit sein, dass es durch die Legislative gehen kann, sodass wir dann unsere Weihnachtsferien damit verbracht haben, uns mit diesem Curriculum zu beschäftigen. Also ging alles sehr kurzfristig und jetzt es war sehr lange in diesem Gesetzgebungsprozess und da wurden auch nochmal einige Änderungen vorgenommen. Was mich besonders ärgert, das kommt gleich noch, ist, dass es in ein Mindestprogramm und ein Extraprogramm sozusagen aufgeteilt wurde. Also man kann das minimal die Inhalte behandeln oder man kann sie auch ausführlich behandeln und guess, wo wohl Reflexion ankommt. Reflexion ist natürlich in dem ambitionierteren Programm, also wenn man sich ausführlicher mit der Thematik beschäftigt. Diese verbindliche Übung wird nur mit bestanden, nicht bestanden beurteilt werden. Es obliegt den Schulen, ob sie ein eigenes Fach dazu einrichten oder ob sie es fächerübergreifend, also integrativ nutzen. Viele Schulen haben sich dafür entschieden, es integrativ zu nutzen und ich bin immer wieder erstaunt, wie sie das dann interpretieren. Ja, der Deutschlehrer kann ja dann Word unterrichten und ja, ich beeile mich. Es ist über 4 Schuljahre verteilt und eben genau das ist diese Minimal- und die umfangreiche Fassung, also von 64, was jetzt auch nicht so viel ist, über 4 Schuljahre verteilt, bis zu 128 Unterrichtseinheiten. Es werden zurzeit Materialien für die Lehrerbildung entwickelt und in Österreich hat man auch, was ich problematisch finde, eine sehr starke Bindung an Microsoft, also Lernplattformen von Microsoft und so weiter. Das sind die verschiedenen Themenfelder, diese Kompetenzfelder, da habe ich rot markiert, wo Medienbildung und Filmbildung einbindbar wäre. Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften ist ein ganz zentrales Thema, damit beschäftigen wir uns auch in Innsbruck, da werde ich jetzt aber leider nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen können, aber vielleicht, wenn wir doch noch zu einer kleinen Diskussion kommen, da dann. Dann hätte ich noch ein paar Anregungen, aber das kann ich ja gleich noch mal stehen lassen. Dann lasse ich das einfach mal stehen. Und
Wie gesagt, um nochmal zur Fragestellung zurückzukommen, wie hilfreich sind aktuelle Bildungsstrategien, um visuelle Inhalte zu verstehen? Es lädt nicht unbedingt dazu ein oder es wird nicht explizit genannt, aber es ist möglich anzudocken und man muss sich halt ein bisschen Gedanken machen, wie, was, wo. Und das Wichtige ist, Lernmaterialien entwickeln, also Materialien, mit denen Lehrkräfte und Schulen arbeiten können. Danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Ja, danke schön. Das wäre meine allererste Frage. Ich frage jetzt mal was, bevor ich das in das Publikum gebe. Meine allererste Frage gewesen, mir scheint es so, als jemand, der so nicht aus dem Bereich, dem Bildungsbereich kommt, dass das für die, dass das Konzept der digitalen Bildung für die Filmbildung jetzt nicht unbedingt förderlich ist. Ist das ein richtiger Eindruck oder liege ich da falsch? Ja, wie gesagt, es ist jetzt keine Umsetzung der Berger-Laschen Filmbildung in das deutsche System, keinesfalls. Und wie gesagt, es ist eben auch die Gefahr, dass traditionelle Medien in dieser Auffassung des Digitalen untergehen und sozusagen als subsumiert gelten. Und ja, das ist schon da irgendwie mit drin. Deshalb muss man gerade das Visuelle nochmal stärker machen, finde ich. Ja, also den Eindruck habe ich auch. Vielen Dank, Petra. Ehrlich gesagt hast du uns eigentlich gesagt, dass wir in den Konzepten nicht mehr vorkommen, hast uns aber dann damit getröstet, dass wir ja fantasievoll uns in die Kompetenzen einbringen können. So ja, hinein reklamieren würde ja. Ich sogar appellieren. Genau, das ist schon harter Tobak, aber ja auch nicht ganz neu. Und ich glaube, ganz wichtig ist, das, was du auch tust, einfach, nämlich unglaublich aktiv, dich in diesen ganzen Gremien auch zu engagieren und immer wieder auch in den Weihnachtsferien wirklich darauf hinzuweisen, wir sind da und das Thema ist wichtig und da kann ich, glaube ich, alle anderen hier im Raum auch nochmal auffordern, da mit dran zu arbeiten und was du auch sagst, sozusagen schon mal ankommen mit Tools und Plattformen hilft auch und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir unsere europäischen Kolleginnen und Kollegen eingeladen haben, die da eben schon sehr viel weiter sind. Genau, nochmal vielen Dank. Danke. Ich würde an einer Stelle kurz einhaken, also du hattest ja gesagt, dass die 2016er Strategie vorherige Erklärungen der KMK abgelöst hat, das ist aber nicht ganz so. Also es gibt eine Präambel zu dieser 2016er Strategie, in der die weiterhin Gültigkeit auch nochmal explizit erwähnt wird. Das war, glaube ich, auch etwas, was im Nachhinein dann über die Länderkonferenz Medienbildung dann noch eingebracht wurde, die natürlich, also diese Strategie gesehen hat, aus allen Wolken gefallen ist, weil alles das, was man vorher film- und medienkulturell in dieser 2012er Erklärung drin hatte, auf einmal so ein bisschen überlagert wurde. Was das tatsächlich jetzt in den Ministerien und in den Lehrerbildungseinrichtungen zu folgen hat, was da 2016 publiziert wurde, steht auf einem anderen Blatt. Aber das würde ich gerne nochmal betonen. Also man kann sich jetzt auch noch in der medienpolitisch oder filmpolitischen Argumentation auch darauf beziehen, dass diese Erklärungen auch weiterhin noch gültig sind und jetzt nicht weggewischt wurden. Das ist so eine kleine semantische Feinheit. Ja, es ist halt auch eine Empfehlung und ist so unverbindlich, diese 2012er. Ne? Während die 2016er Fassung direkt in Kompetenzmodelle umgesetzt wurde und im schulischen Zugang arbeitet man dann nur noch mit diesen Kompetenzmodellen. Also musste ich auch erst lernen, dass dann die ganzen Präambeln und Erklärungen, dass die gar nicht mehr wahrgenommen werden, sondern dass man sich nur noch auf diese Tabellen und Überschriften konzentriert, wenn es dann um konkrete Umsetzungen geht. Ja, ich will da direkt anknüpfen. Das war genau der Punkt. Die 2016er Erklärung sagt explizit, die 2012er ist Bestandteil. Und die 2012er hatte halt den Vorteil, dass wir in einer kleinen Redaktionsgruppe zwei Filmlobbyisten hatten von sechs Menschen, die das geschrieben haben. Und dadurch sind natürlich auch Filmaspekte damit reingekommen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich da drin saß. Das Zweite ist, natürlich hat die 2016er Erklärung auch einen Rückschritt dargestellt, dass sie nämlich den Medienbegriff wieder auf den Begriff der digitalen Medien konzentriert. 2012 war ganz klar der Medienbegriff, der alles umfasst. Und ich denke, darauf sollte man auch immer wieder rekurrieren und sagen, da sind alle Medien drin, ob das jetzt der Film ist in der analogen oder
auch heute in der digitalen Version, das ist ja auch erstmal egal. Und das andere, was mir so ein bisschen fehlt, was man auch nochmal betonen muss, jedenfalls für diejenigen, die in diesem Bereich unterwegs sind, der Arbeitskreis Film, das ist ja eine Verbindung von Vision Kino und LKM, hat auch ein Profil für Filmkompetenzen beschrieben. Das liegt auch im Netz. Das ist natürlich, wenn man es liest, so ein bisschen die Blaupause für ein Bachelorstudium, würde man fast sagen, aber es ist zumindest mal eine Orientierung. Letzter Punkt, wenn man eine Ebene unter die allgemeine Ebene der KMK-Erklärung schaut, zum Beispiel nämlich auf die curricularen Strukturen in den Ländern, dann findet man, ich bin ja nun mal aus Hessen, ich werde heute Nachmittag nochmal einen Satz dazu sagen, in die Oberstufenpläne Deutsch guckt, unheimlich viele Ansatzpunkte, und wir haben auch im letzten und vorletzten Jahr im Abiturerlass explizit Filme stehen, ob die jetzt gut sind oder nicht, das streiten wir uns alle drüber, also in Klammern Herzog, Wojcik. Das ist aber jetzt erstmal nebensächlich. Ich denke, auf der Ebene passiert eine ganze Menge, und da, glaube ich, geht es letztendlich um eine Verbindlichkeit. Das ist das Entscheidende. Wenn es prüfungsrelevant ist, wenn es eine Verbindlichkeit hat, dann bewegt sich was, und darauf müssen wir hin. Danke. Ja, danke auch nochmal für den Hinweis. Deutsch ist, also das ist in Österreich ähnlich, das da am ehesten, aber das, ich denke, es wird auch nicht als Teil der digitalen Bildung, sondern dann eben als ein extra Deutsch-Thema wahrgenommen, und da, denke ich, kann man wahrnehmungsmäßig noch ein bisschen dran feilen. Ich würde gerne noch mal daran erinnern, als Anna Bergala vor ein paar Wochen im Filmmuseum war, erzählte er davon, dass sie nach dem Krieg in die Fabriken gegangen sind und Filme geguckt, nicht ins Kino, in die Fabriken. Und Filme geguckt haben mit den Menschen. Warum? Weil dafür die soziale Herkunft keine Rolle gespielt hat. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil von Film. Und ich glaube, warum das nicht gewollt ist in der Schule, hat genau damit zu tun, dass es sozusagen diese Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe, die durch die digitalen Medien geschaffen wurde, dass jeder das tun kann, wenn er das will. Das soll nicht sein. Es geht immer noch um Klassen. Also das da, und da will ich nicht irgendein Vokabular aus der Kiste ziehen, sondern es sind bestimmte Menschen, die bestimmte Bildungspolitik machen, und bestimmte Menschen, die bestimmte Bildungsziele umsetzen. Und für mich ist die Digitalisierung eine Möglichkeit, dass alle, wenn wir sie begleiten dahin, das ist unser Job als Medienpädagogen, dass sie sich ausdrücken können über dieses Medium. Ja, danke. Ausdrücken und auch, wie gesagt, diese Blackbox durchschauen in diese, ne, dass Technologien, also auch die Rückseite der Technologien kennenlernen. Ja, ja, danke. Ja, ich möchte an Horst Zulewski anknüpfen. Ich denke, wenn man über Bildungspläne in der Bundesrepublik spricht, muss man auf die Länderebene gucken, weil die Empfehlungen der KMK werden sozusagen in den Ländern oder sollen in den Ländern umgesetzt werden. Und wenn man sich die Konzepte der Bundesländer anguckt, dann fußen die noch sehr stark auf der LKM-Erklärung von 2015, die sehr stark die 12er-Erklärung der KMK geprägt hat. Und auch die Kompetenzbereiche, die im Strategiepapier sind, eigentlich bis auf eine 1:1 übernommen worden aus dem alten Papier. Das, was ich interessant fand, wie Sie die einzelnen Kompetenzen sozusagen dann konkretisiert haben, darin drückt sich für mich ein kleines Problem aus, weil diese Kompetenzbereiche sind aus der Medienbildung her ganz anders mit Inhalten gefüllt worden, als sie jetzt aus der Perspektive der Informatik. Ja, und das ist, glaube ich, das Problem, auch in der DAX-Stuhl-Erklärung. Ja. Es ist ein sozusagen Wandel geworden, es hat sich geändert, diejenigen, die die Diskussion bestimmen und damit auch die Begrifflichkeit, ist nicht mehr die Medienbildung, sondern die Informatik, die in Anführungszeichen gnädigerweise Aspekte der Medienbildung aufnimmt. In den Bundesländern, wie überhaupt im Bildungsbereich, ist man immer etwas zurück, noch bei der 12er-Erklärung der KMK vielleicht. Aber egal, die Umsetzung findet sozusagen im praktischen Unterricht statt, und Sie hatten es auch angesprochen,
all diesen Erklärungen liegt ein fächerintegrativer Ansatz zugrunde. Das ist ein bisschen aus meiner Perspektive der Versuch, den realen Bedingungen des Schulsystems Rechnung zu tragen, auch wenn, das ist jetzt meine Meinung, die Fächerstruktur aus dem 19. Jahrhundert den Bedingungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr gerecht wird. Aber diesen Kampf zu führen, Don Kichert, wollte ich nie sein. Ich denke also, wenn es um Umsetzung von Bildungsstrategien geht, muss man auf die Länder gucken. Da kann ich nachher noch was zu sagen, wenn ich dran bin. Okay. Ja, danke. Das lässt ja noch mal hoffen, wenn der Entwicklungsstand in den Ländern so aussieht. Was ich noch kurz anmerken wollte, ich denke mir, man kann viel über Lehrerbildung machen und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass in der Lehrerbildung, auch wenn das jetzt vielleicht utopisch klingen mag, aber es wird in vielen oder in fast allen Fächern wird sowohl Film, YouTube, Bewegtbild, Infografiken, alles Mögliche eingesetzt, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Lage sind, auch diese Formen zu reflektieren. Als beispielsweise ein Chemielehrer, der ein Versuchsvideo vorführt im Unterricht, dass man auch über die Machart dieses Videos reden kann, sich auch darüber auseinandersetzen kann, denn bei den Schülern ist das oftmals ein Thema, das auch, ja, ich sehe schon schmerzverzerrte Gesichter. Ja. Das kann man vielleicht in der Pause weiter diskutieren. Ja.